Ralf Claus Petersiegel, ein berühmter Komponist und Musikproduzent, wurde am 30. September 1945 in München, Deutschland, geboren. Er ist der Sohn des berühmten Musikers Ralf Maria Siegel und der Operettensängerin Ingeborg Döderlein. Schon in jungen Jahren zeigte Ralf eine Leidenschaft für Musik und lernte viele verschiedene Instrumente zu spielen. Ralf Siegels Musikkarriere begann im Alter von 12 Jahren, als er den von Don Gibson gesungenen Hit »It's a Long Way to Georgia« schrieb. Von da an machte er sich schnell einen Namen in der deutschen Schlagerszene, schrieb Titel für viele berühmte Sänger und nahm an internationalen Musikwettbewerben teil. Die größte Freude für Ralf Siegel war sicherlich der Sieg beim Eurovision Song Contest 1982 mit dem Lied »Ein bisschen Frieden« der Sängerin Nicole. Dieser Erfolg ist für ihn nicht nur Stolz, sondern auch ein wichtiger Meilenstein in seiner Karriere. Allerdings verlief das Liebesleben von Ralf Siegel nicht immer reibungslos. Er erlebte viele Ereignisse in seiner Ehe und seinem Familienleben, versuchte aber dennoch, seinen Glauben aufrechtzuerhalten und glücklich zu werden. Trotz vieler Schwierigkeiten florierte Ralfs Liebe schließlich und er fand sein Glück in seiner Familie. Allerdings stehen die Freuden auch im Einklang mit dem Schmerz. Im Leben von Ralf Siegel gab es Familientragödien und denkwürdige Herausforderungen. Aber trotz aller Höhen und Tiefen ging er mit Leidenschaft und Entschlossenheit für die Musik weiter. Eines der traurigsten Ereignisse im Leben von Ralf Siegel war sicherlich, als er den Eurovision-Wettbewerb nach vielen Teilnahmen nicht gewinnen konnte. Obwohl er 25 Mal teilnahm und viele herausragende Beiträge leistete, war sein größter Erfolg nur ein einziges Mal. Ralf Siegels Leben und Karriere brachten viele Ereignisse mit sich, von Freude bis Traurigkeit, von Erfolg bis Misserfolg. Doch mit Leidenschaft und Geduld führte er seine Musikkarriere weiter und hinterließ tiefe Spuren in der Welt der Musik. Neben seiner Karriere in der Musikindustrie erlebte auch Ralf Siegels Liebesleben Schwankungen. Er meisterte viele Herausforderungen in Ehe und Familie, behielt aber dennoch seine Entschlossenheit und seinen Glauben an das Familienglück bei. Allerdings ist nicht alles im Leben von Ralf Siegel Freude. Er erlebte Misserfolge und Leid, insbesondere als es ihm nach vielen Teilnahmen nicht gelang, den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Doch mit seiner Liebe und Leidenschaft zur Musik führt Ralf Siegel seine Arbeit mit Begeisterung und Geduld fort. Er hat tiefe Spuren in der Musikindustrie hinterlassen und ist weithin bekannt für seine einzigartigen Kompositionen und sein Talent. Im Laufe seiner Karriere hat Ralf Siegel große Erfolge und Freude beim Musizieren und der Teilnahme an verschiedenen Musikprojekten erzielt. Er hatte die Gelegenheit, mit vielen Top-Sängern zusammenzuarbeiten und ist für seine Hits bekannt. Allerdings verlief das Liebesleben von Ralf Siegel nicht immer reibungslos. Er hatte viele Probleme in seiner Ehe und Familie, obwohl er versuchte, die Probleme freundlich zu lösen. Diese Herausforderungen haben möglicherweise seine Konzentration bei der Arbeit beeinträchtigt und in seinem Privatleben Kummer und Ängste verursacht. Darüber hinaus erzielte Ralf Siegel trotz seiner mehrfachen Teilnahme am Eurovision Song Contest nicht immer die erwarteten Ergebnisse. Diese Misserfolge könnten sein Selbstvertrauen geschwächt und seine Karriere noch mehr unter Druck gesetzt haben. Die traurigsten Dinge in Ralf Siegels Leben dürften die Zeiten gewesen sein, in denen er unerwartete Misserfolge und Schwierigkeiten ertragen musste. Dank Geduld, Leidenschaft und Entschlossenheit strebte er jedoch weiterhin danach, hervorragende Musikwerke zu schaffen. Trotz dieser Hürden bleibt Ralf Siegel einer der bekanntesten und talentiertesten Musiker der deutschen und internationalen Musikbranche. Auch in den letzten Jahren ist Ralf Siegel weiterhin in der Musikbranche aktiv, kreiert immer wieder neue Kompositionen und beteiligt sich an diversen Musikprojekten.
Obwohl er Schwierigkeiten und Herausforderungen erlebt hat, helfen ihm seine Beharrlichkeit und sein Einsatz immer noch, alle Hindernisse zu überwinden. Persönlich hat Ralf Siegel trotz des Leids und der Traurigkeit in seinem Familienleben viel aus diesen Erfahrungen gelernt und versucht, seinen Optimismus und Optimismus aufrechtzuerhalten. Er widmete seiner Familie und seinen Lieben viel Zeit und Zuneigung und versuchte, ein warmes und glückliches Umfeld zu schaffen. Trotz Misserfolgen und Schwierigkeiten in seiner Karriere bewahrt Ralf Siegel seine Leidenschaft und seinen kreativen Geist. Er setzt sich ständig neue Ziele und strebt danach, diese zu erreichen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Entwicklung der Musikindustrie im Allgemeinen. Insgesamt bleibt Ralf Siegel trotz der Ereignisse und Herausforderungen ein herausragender Musiker und Musikproduzent, der innerhalb und außerhalb der Musikindustrie weithin bekannt und geschätzt ist. Leidenschaft und Ausdauer sind für ihn der Schlüssel, um alle Schwierigkeiten zu überwinden und auf seinem Karriereweg. Glauben, dass man einfach nur Videos zur Verfügung stellt und sagt, jetzt lernt man damit. Das klappt nicht. Sondern man muss gute Aufgaben dazu geben. Also nicht guck das Video, sondern bearbeite diese Aufgabe und dabei hilft dir das Video. So, das ist eine ganz andere Vorstellung. Oder der erste Ansatz war, fülle diese Worksheets aus. Das sind einfach Lückentextskripte, die man sich wirklich ausdruckt und auf Papier nebenhin legt und man guckt das Video und füllt es aus. Ne? Füllt sozusagen das Worksheet mit den Informationen, die in dem Video genannt werden. Das war ganz gut, das habe ich mir abgeschaut von zwei anderen Personen, die ich in dem Kontext vielleicht auch mal nennen will, weil sie auch sehr viel mit Flip Classroom experimentieren. Das ist einmal Jürgen Handke aus Marburg und Jörn Lowischach aus Bielefeld, die seit dem Konzert auch schon seit einigen Jahren experimentieren und die Worksheets hatten. Dann habe ich mich von denen inspirieren lassen, so, ah ja klar, logisch, brauche Worksheets, ja. Habe ich Worksheets gemacht. Und andere Idee ist, was auch in MOOCs jetzt häufig eingesetzt wird, Quizaufgaben zur Selbstüberprüfung. Formatives Self-Assessment sozusagen, dass man anschließend, man hat ein Video geguckt, dann kommt eine Quizaufgabe und die Message ist, löse dieses Quiz und mach erst weiter, wenn du es lösen kannst. Wenn du es nicht lösen kannst, guck nochmal zurück. Problem 6 ist auch aufgetaucht im Kontext, man kann nicht sofort Rückfragen stellen und vergisst diese eventuell bis zur Vorlesung. Man kommt in die Vorlesung und sagt, ah, wer von euch hat Fragen? Und alle sagen, ja, wir hatten Fragen, aber ich habe sie vergessen. Das kann nicht wahr sein, Leute. Schreibt euch die Fragen doch auf. Ja? Muss ich euch denn auch noch sagen, dass ihr euch die Fragen aufschreiben müsst? Ja, muss man, weil selbstgesteuertes Lernen eben doch nicht so funktioniert, wie man es gerne vorstellt. Und insofern muss man insbesondere die Erstsemester da auch ranführen. Wie kann man sie ranführen? Man packt auf das Worksheet einen Bereich, hast du Fragen, schreib sie auf. Ganz einfach. Das, seitdem hat das funktioniert. Ja? So, also Probleme gelöst. Problem 7 ist, als ich sozusagen an der Stelle war, ich gesagt habe, jetzt funktioniert's. Ist von einer ganz anderen Ecke gekommen. Nämlich, mich hat ein befreundeter Kollege aus Weingarten, Peter Bayreuther, angemeldet und gesagt, das, was du da mit dem Flip Classroom machst, ist ja alles schön und gut und so weiter, aber komm, sei mal ehrlich, das ist doch mathematikdidaktisch eigentlich echt schlecht. Ich so, Kulb. nee, es ist nicht schlecht, die Studenten können sich vorbereiten und so. Und da haben wir uns mal getroffen im Weingarten, haben wir mal einen Spaziergang gemacht und dann hat er mir so seinen Kopf umgedreht. Hat gesagt, ja, aber guck mal, was du machst, ist ja Erklärung, Übung, Erklärung, Übung, Erklärung, Übung. Das ist ja voll deduktiv. Ne? Du sagst, du gibst den Studenten.